Ein wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Tom Clancy's Hawks. Und wir machen weiter mit der Operation Backfire. Ich komme direkt zum Punkt, Crenshaw. Obwohl die Verteidigung von Rio erfolgreich war, ist uns die Situation völlig entglitten. Die USA haben beschlossen, direkt zu intervenieren. Sie fürchten, dass die Krise zu einem regionalen Konflikt wird. Mehrere Sondereinsatzkommandos wurden ins Land geflogen und auch der Trägerverband James Lawrence ist auf dem Weg. Wir haben keine direkte Kontrolle mehr über die Militäroperationen in Brasilien. Stattdessen nötigt uns unser Klient, die US-Regierung bei der Beendigung des Konflikts zu unterstützen. Unser Aktienkurs ist schon deutlich abgesackt und wir befürchten einen Verlust von mehr als 80 Millionen Dollar. Der Aufsichtsrat muss die Position in Brasilien neu bewerten. Die US Special Forces haben Unterstützung von Artemis angefordert, bis genügend US-Truppen vor Ort sind. Dafür stellen wir Sie und Ihre früheren Hawks-Flügelmänner ab. Geben Sie den US-Truppen nicht mehr als die minimalmögliche Unterstützung. Wir haben kein Interesse daran, noch mehr Geld zu verlieren als bisher. General Keating wird diese Mission leiten. Er gibt Ihnen die nötigen Details. Schön, Sie wiederzusehen, David. Das ist ja fast wie in alten Zeiten. Die Vereinigten Staaten brauchen Artemis Hilfe, um Luftunterstützung für ein Ghost-Team zu leisten, das im Amazonas-Regenwald operiert. Das Team soll eine Kommandozentrale hinter den Feindlinien überfallen und Infos zu Las Trinidads Bodenoffensive sammeln. Bei Einsatzerfolg könnten wir die Bodenkampagne des Feindes unterminieren und Las Trinidad an den Verhandlungstisch zwingen. Viel Erfolg und Weidmannsheil. Wir zählen auf Sie, Crenshaw. Ja, Weidmannsheil. Ich schieß mir jetzt ein Arschgeweih. Aha, Mirage. Ja gut, die wird nicht ohne Grund empfohlen. Was haben wir? Raketenwerfer. Ui. Joint Strikes. Okay, wir versuchen es einfach mal. Wenn es denn mir so vorgeschlagen wird, warum denn nicht? Zug Reaper, hier ist Oracle. Ich habe Sie auf dem Schirm bei 330. Unterwegs ins nördliche Operationsgebiet. Eine gute Nacht, um auf die Jagd zu gehen. Schön, Sie zu hören, Oracle. Casper meldet Bereitschaft. Reaper, hier Einsatzleitung. Sie haben den Auftrag, Luftunterstützung für ein US-Einsatzteam zu leisten, das die Anlage infiltrieren wird. Das feindliche Gelände mit dem Codenamen Sierra 5 ist Teil eines Netzwerks von Frontstützpunkten von Las Trinidad im nördlichen Krisengebiet. Wir haben die Bestätigung, dass es dort wichtige Geheimdienstinformationen gibt. Alle direkten Anflüge auf Sierra 5 werden von einem extensiven Luftabwehrnetz geschützt, also fortschrittliche SAM-Stellungen und Suchradare. Unsere Helis müssen daher eine längere Route wählen, um diese zu umgehen. Obwohl dies eine Gemeinschaftsoperation ist, brauche ich Sie wohl nicht an die Arbeitsvorschriften unserer Firma zu erinnern. Wir erwarten, dass Sie alle Befehle bestmöglich erfüllen. Hier ist General Keating. Danke, dass Sie das für alle geklärt haben. Schwarmführer, ich halte Sie während der Mission auf dem Laufenden. Ihr Schwarm folgt Kurs 154 und eskortiert unser Einsatzteam über diesen Bergpass, um eine Entdeckung zu verhindern. Rufname für die Helis des Einsatzteams ist Skyhound. Skyhound-Führer, hören Sie mich? Skyhound 1 hört Sie laut und deutlich. Reaper, stellen Sie sicher, dass Sie alle Flugabwehrstellungen ausschalten, die Sierra 5 schützen, bevor Skyhound ankommt. Captain Mitchell leitet das Bodenteam. Sie kennen sich ja. Schön, Sie bei uns zu haben, Captain Crenshaw. Ich schulde Ihnen immer noch ein Bier für die Sache in Juarez. Gentlemen, wir haben einen engen Zeitplan. Heben Sie sich den Tratsch für den Rückweg zur Basis auf. Okay. Ja, dann wollen wir doch mal schauen. Aktive SAM-Stellungen in der Flugbahn der Helis. Die Angriffszone der SAM wird auf der TAC-Map angezeigt. Sie müssen die Stellungen erledigen, bevor ein Helikopter diese Zone eindringt. Bestätigt, wir greifen die SAM jetzt an. Ein Abschuss! Guter Treffer auf Boden, hier sieht der Abschuss aus. Schadensbahn. Wo? Schadensbahn. Sag mal, ich hab das doch zerstört. Wie kann es sein, dass du jetzt noch auf mich schießt? Nö, 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 Freundchen, so nicht. Reaper, empfange aktive SAM-Stellungen auf Zielsuche entlang Ihres Kurses. Gehen Sie in den Tiefflug und achten Sie auf Raketenstarts. Danke für die Warnung, Oracle. Wir verstecken uns im Gras. Verstanden.
Weg voraus. Viele Treffer, guter Schussbot. Verstanden, Captain. Oh, habt ihr schon beide ausgeschalten? Sehr schön, sehr schön. Jäger im Anflug, Kurs 249 auf Abfahrtkurs zu den Helis. Roger, Sichtkontakt. Die holen wir uns. Greife an. Das Schöne ist halt wirklich, dass deine Wingmans auch dementsprechend zuverlässig sind. Mal um die zweite Maschine kümmern. Die anderen beiden dürfen gerne die erste vor Beschuss nehmen. Erwischt. Dann mal wieder schnell zurück. Aber ich finde es halt wirklich auch sehr schön, wie die Bodentexturen gemacht haben. Die haben ja direkte Geodaten genutzt von Satelliten. Und damit eine schöne Umgebung geschaffen. Ich erkenne aktive SAM-Stellungen in Ihrer Flugbahn. Erledigen Sie sie. Roger, wir schaffen die SAMs ab. Momentan läuft's. Gut, leichte Schaden. Jäger im Anflug, Kurs 249 auf Abfahrtkurs zu den Helis. Roger, Sichtkontakt zu Banditen. Ihr holt euch den ersten, ich hol mir den zweiten. Banditen auf 12 Uhr. Nein, es gibt wieder schöne Wetter. Flugleitung, haben das Ziel in Sicht. Die Basis ist einen halben Klick entfernt. Verstanden, Ghost Leader. Passen Sie auf. Ich empfange aktive SAM-Emissionen im Umfeld der Basis. Roger, Oracle. Das RBR erkennt aktive SAM-Systeme zum Schutz der Anlage. Er bitte Befehle. Blue Reaper, legen Sie die SAMs auf Baumhöhe an. Skyhounds, warten Sie bei Ihrer aktuellen Position. Kommen Sie nicht in Reichweite der SAMs. Verstanden, Oracle. Die Skyhounds warten ab. Die SAMs wurden ausgeschaltet. Gute Arbeit, Captain. Skyhound, Sie können jetzt zum Wegpunkt Hotel vorrücken. Wir müssen die Ghosts so schnell es geht absetzen. Skyhound, Sie dürfen nun zum Nachtpunkt Hotel vorrücken. Und Ziel zerstört. Hier Skyhound 1. Sind über den Zonen. Truppen werden abgesetzt. Okay. Hier ist Ghost Leader. Haben Truppen abgesetzt. Wir greifen Sheriff Feind jetzt an. Verstanden, Ghost Leader. Luftunterstützung bereit. Das sieht doch ganz gut aus. Ziele zerstört. Hm? Die Sams sind alle weg. Wir Ghost Leader. Wir sind nun in der Basis und rücken zum Operationszentrum vor. Okay, mach das. Verstanden, Schwarm Reaper bereit. Oh. Wir werden aus Bunkern festgenagelt. Willkommen schon. Wir Ghost Leader, Sie müssen die Einheiten innerhalb der Basis erledigen. Wir stehen unter Beschuss und sitzen hier. Wir sind ja schon dabei, immer mit der Ruhe. Die Luftunterstützung hat genau getroffen. Wir nähern uns dem Ziel. Schwarm
Reaper, hier Oracle. Wir haben wohl ein Hornissennest entdeckt. Die umgebenden Feindlager senden aus allen Richtungen Nachschub nach Sierra 5. Ich empfange ja, das war jetzt zu erwarten. Panzer, MTVs und Tacticals. Und sie kommen oh, schnell. Läuft. Halten Sie sie uns verbleib, Captain Crenshaw. Wir müssen den Ghosts mehr Zeit geben, die Infos zu sichern und abzuheben. Zaubern Sie, Captain. Roger, Flugleiter, wir geben Luftunterstützung. Niemand kommt an uns vorbei. Ja. Wir sind festgenagelt und stehen von allen Seiten unter Beschuss. Wir arbeiten dran. Waffe aufgeschaltet. Wir werden von Technical gemacht, weiter. Wir haben das Ziel fast erreicht. Roger, Shake. Wir stehen unter Beschuss und sitzen hier fest. Brauchen Luftunterstützung. Ja, wir sind ja schon auf dem Weg. Bleib mal ganz angespannt. Waffe geworfen. Guter Schuss. Ja. Leider hat es dann doch nicht ganz gereicht. Rücken jetzt auf Ziel vor! Transport-LKW und Technicals nähert sich der Basis. Klar zum Angriff. Okay, die haben wir uns. Aber ich finde es nicht schön, mich so weit von dem Ghost-Team zu entfernen. Roger, greife an. Okay, und next one. Beginne jetzt mit dem Anflug. Einfach über letzten Überflug keinen Treffer registriert. Ja, also mit den Dingern. Ich weiß nicht. Kann ich nicht viel anfangen. Ja, ja. Setz mich ruhig unter Druck. Einsatzleitung, wir haben die Basis erreicht und sind jetzt auf Ebene. Aufstellung und los! Hoch da! Schieß durch die Decke! Ghost Leader, wie ist die Lage? Haben Sie das Paket? Wir brauchen noch etwas Zeit, Sir! Sie machen es uns nicht gerade einfach! Ach, wirklich? Verstanden, Captain. Reaper-Führer, halten Sie ihm den Rücken frei. Verschaffen Sie ihnen mehr Zeit. Wir werden aus dem Winkel schaffe ich das nicht. Greife an. Guter Start. Verfolgung aktiv. Guter Abschuss, Shane. Jetzt ab zu den Helis. Weil die sind halt leider auch sehr schnell, darf man nicht vergessen. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Im Vergleich zu gepanzerten Fahrzeugen. Ziel in Schussweite. An die Ghost Leader, brauche Bericht. Wie ist die Lage? Die restlichen Zeitungen. Momentan sieht es doch noch ganz entspannt aus. Willis? Na, Schmann. Greife aktuelles Ziel an. Over. Wow! Verdammt gute Arbeit, Mitchell. Sichern Sie die Infos und rücken Sie aufs Dach vor. Die Sky Hunt holt ja Sie dort ab. Verstanden, General. Elvis verlässt das Gebäude. Ja, ja. Nein. Ach, komm. Sag mal. Einer Ihrer Jungs hat noch einen Abschuss gelandet. Als nächstes wird er wohl die Oracle. Hier ist Casper. Wir haben einen Home Run erzielt und erwarten Befehle. Over. Oh, das war knapp. Die hatten gerade mal... Wir hatten ja gerade mal nur noch 2%. Energie gehabt. Ja. Ich empfange aktive SAM-Signaturen entlang Ihrer Route und die letzte Welle Jäger sitzt Ihnen in den Nacken. Flug Reaper, seien Sie vorsichtig, greifen Sie alles an, was die Helis gefährden könnte. Roger, danke für die Warnung, wir bringen die Vögelchen heil nach Hause. Hab ihn, der ist erledigt. Panzer kommen den Helis nicht hinterher. Aber die schaffen das definitiv. Die Jets. Jetzt halten wir uns mal ran.
Ja, ich weiß, das sage ich immer wieder, aber hey, Skyhound, so ist es halt. Sie sind fast da. Noch ein paar Minuten und Sie sind sicher. Sie sind fast aus dem Gröbsten raus, Skyhound. Nur noch ein paar Minuten. Über den Wolken. Muss die Freiheit. Raketenfall sein. Fast geschafft, Ghost Leader. In einer Minute sind Sie außer Gefahr. Michael, die Situation am Abholpunkt spitzt sich zu. Die Rebellen haben uns ausspioniert. Wiederholen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Skyhound, zum Ausweichabholpunkt vorrücken. Reaper, es gibt neue Informationen im HUD. Oh nein, jetzt. Ah, ich glaube, ich kann mich dran erinnern. Jetzt liegt hier doch. Ich glaube, meine Systeme lahm. Ah, was zum. Hey, Reaper-Führer, melde Probleme mit meinem ERS. Habe die Nachlinks verloren und meine Raketen sind nicht scharf. Mein Bordcomputer ist auch abgeschmiert. Oracle, was sollen wir tun? Flug Reaper, die Einsatzleitung hat uns bereits gewarnt. Es gab wohl Probleme mit dem Datenbank-Update heute Morgen. Sie checken das gerade. Na, super. Was kann ich jetzt machen? Gar nichts, Casper. Das System muss am Boden neu gestartet werden. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Was sollen wir mit den Banditen machen, Oracle? Unsere Raketen sind nicht scharf. Luke Reaper, Sie müssen den Rückzug der Skyhounds decken, zurückfallen und Banditen beschäftigen, bis Skyhound sicher ist. An alle Reaper-Einheiten, Einsatzleitung hier, gehen Sie auf Kanal 12 für eine dringende Mitteilung. Luke Reaper, empfangsbereit auf Kanal 12. Reaper, Mission sofort abbrechen und zur Basis zurück. Was? Sir, wenn wir jetzt abziehen, hat Skyhound keine Chance. Ich riskiere kein wertvolles Firmeneigentum auf diese Art. Crenshaw, denken Sie an Ihren Befehl. Die minimalmögliche Unterstützung leisten. Sie haben Ihren Teil getan, jetzt ziehen Sie ab. Crenshaw, sag, dass wir das nicht tun werden. Wir haben Geschütze, wir können immer noch kämpfen. Crenshaw, ich gab Ihnen einen direkten Befehl. Mission abbrechen oder Sie tragen die Konsequenzen. Boss, die Banditen sind fast da. Wenn wir etwas tun wollen, müssen wir es jetzt tun. Captain, Rakete hinter dir! Das war knapp! Ziel erfasst, erledigt sie! Kommt schon. Ah, ich hasse sowas. Na komm. Ja, dann heften wir mal. Ihre Flügelmänner meinen das ernst. Dein aktuelles Ziel an. Over. Ziel in Schussweite. Ach, komm schon. Ich hätte mal ein bisschen mehr Zielwasser trinken sollen, ne? Schussweite. Bestätigt, nähere mich dem Ziel. Okay, theoretisch muss man nur ablenken. Ziel in Schussweite. Der hat natürlich alle seine alle Vorteile auf seiner Seite. Komm, du willst doch heute auch früh Feierabend machen. Lass dich einfach abschießen, dann ist das geklärt. Waffe aufgeschaltet! Roger, Ziel gefunden. Ich treffe hier also wirklich nichts. Das ist, also... Muss das schon doch in meinen Augen sehr gut sein, um mit einem MG überhaupt einen Jet zu treffen. Reaper, die Kampfzone ist jetzt sauber. Sie können nach Hause kommen. Exzellent, Reaper. Danke, dass Sie zu uns gehalten haben. Das vergessen wir nicht. Reaper, hier die Einsatzleitung. Geht doch. Glückwunsch, beeindruckende Leistung.
Auch wenn Sie einen direkten Befehl missachtet haben, haben Sie die US-Einsatzkräfte gerettet. Kommen Sie zurück zur Besprechung. Over and out. Jetzt schulde ich Ihnen 2 Bier. Danke, dass Sie Ihren Hals für uns riskiert haben. Ich glaube, da ist jemand sauer. Jo. Sehe ich ganz genauso. Mission erfolgreich. Level up. Wie verkehrt? Das war's. MiG 33 freigeschaltet. Sehr schön. Ah. Mirage 2010. Okay. Okay. Operation Ulysses. Mit was haben wir zu tun? Jagdflieger, Bomber. Helikopter, Marineeinheiten. Oh, da ist ja alles dabei. Magellanstraße, okay. Ja, komm, das gönnen wir uns noch. Erstmal einen Schluck Kaffee wieder. Sie scheinen nicht gerne Befehle zu befolgen, Captain. Denken Sie daran, dass ich hier für Artemis Global Security die Verantwortung trage. Und wenn ich mich nicht irre, sitzen Sie in einem Stück Firmeneigentum. Die US-Kommandeure waren trotzdem mit ihrer Leistung zufrieden und haben mehr Luftunterstützung für zukünftige Einsätze angefordert. Na siehste. Ihr Schwarm wird vorübergehend als Eskorte für eine US-Trägergruppe abgestellt. Bleiben Sie stets in der Nähe der Schiffe. Ein US-Marineoffizier wird Sie instruieren. Genießen Sie Ihren Flug. Dankeschön, Dankeschön. Die Lage ist wie folgt, Captain. Nachdem wir die Schlachtpläne aus dem Field HQ gestohlen hatten, hat Las Trinidad seine Bodenoffensive gestoppt, ganz wie gehofft. Aber unsere Satelliten haben eine große feindliche Flotte geortet, die Las Trinidads Gewässer in Richtung Süden verlässt. Seitdem verfolgen wir sie. Der Trägerverband James Lawrence ist auf Abfangkurs. Sie und Ihre Piloten werden während des Angriffs die Flotte beschützen. Ihr Schwarm wird bis auf Abruf eine Kampfpatrouille im Umfeld des Flottenverbandes James Lawrence fliegen. Artemis hat Sie und Ihre Männer abgestellt, um in diesem Gefecht Luftunterstützung zu leisten. Wir haben außerdem Marineeinheiten angefordert, aber scheinbar sind zurzeit keine Schiffe verfügbar. Gibt es irgendwelche Fragen? Nein? Dann ab zu Ihren Flugzeugen, Gentlemen. Und viel Glück. Ja, die Mission habe ich recht knifflig in Erinnerung. MiG 33, ja, Super Falcon. Ja, klar, nehmen wir die haben wir doch Multiluft-Luft dabei, bestimmt, oder? Ja, geht doch. Joint Strikes. Komm, das rocken wir. Also, ich rock es und Führung, hier Einsatzleitung. Ihr feuert mich an. Ihnen zugeteilten Position über der James Lawrence bisschen. Und erwarten Sie weitere Befehle. Citadel wird Sie mit zum Beispiel Daumen nach oben, die feuern echt gut an. Glaub mir. Und Abos gleich noch mehr. Nur mal zwischendurch erwähnen. Oh Mann, und bei mir steht eine Leistungsbewertung ins Haus. Die Gehaltserhöhung kann ich abschreiben. Ja. Man kennt es. Schwarm Reaper, hier Commander Bowden von der Lawrence. Die Flotte von Las Trinidad hat unsere Kampfgruppe entdeckt und ist dabei, sich in Raketenreichweite zu manövrieren. Wir empfangen eine Anzahl von Hochgeschwindigkeitsschiffen und Luftkontakten, die der Hauptflotte vorauseilen, um unsere Schiffe anzugreifen. Diese Einheiten müssen um jeden Preis von der Trägergruppe ferngehalten werden, während wir den Angriff auf Las Trinidads Flotte vorbereiten. Ja, dann wollen wir uns erstmal die Helis. Wir halten die bösen Jungs von Ihnen fern. Alle, die schneller sind als die Boote. Helis und Hovercrafts, der sich der Flotte nähert. Verstanden, wir greifen ein. Ach, bei der Umschalttaste habe ich immer das Problem, also die Taste, die zum Anvisieren da ist, dass ich aus Versehen die Flares eigentlich aus. Der Feindflotte an. Wir haben ja fast so viele Schiffe wie Artemis.
Das Trinidad hat jetzt 2 oder 3 ausgelöst werden. Sie haben viel Geld ausgegeben, um die Magellanstraßen zu kontrollieren. Ja, schon wieder. Feindliche Fregatten nähern sich mit hohem Tempo an der Freigabe. Waffe hat viel verfehlt. Fox 2 bestätigt. Habe Feindflieger mit Kurs auf die Flotte auf dem Schirm. Das muss nicht sein. Artemis eine Pazifikflotte hier hätte, bräuchten wir die Lawrence gar nicht. Aber die steht noch in Südostasien unter Vertrag, glaube ich. Wäre aber nicht überrascht, wenn die irgendwann hier auftauchen. Wasser geworfen! Daneben. Ziel erfasst. Alle Einheiten Achtung, die Feindflotte ist 30 Meilen vor Waffenreichweite und kommt näher. Na komm. Geht doch. Roger Shade, greife an. Na, die Reaper, hören Sie, Ihre Mission lautet, die Trägergruppe vor Bedrohungen zu schützen. Feindflotte ja. Nicht angreifen. Habe ich nicht vor? Direkter Treffer, aber nicht Schritt nach. Okay. Dann sollten wir uns um die Jäger hier kümmern. Roger Shade. Das Umfeld der Flotte ist erst einmal sicher. Genau. Macht weiter so. Verstanden, Citadel. Danke für die guten Nachrichten. Ja, noch läuft's gut. Aber ich warte immer auf den Moment, wo es nicht mehr gut läuft. Ein Schwarmangreifer wurde zerstört. Gute Arbeit. Gut, läuft. Also, meine Wingmans, die sind immer deutlich schneller als ich. Okay, entweder soll das Ganze ein bisschen einfacher gestalten. Das ist nicht. Feindflotte noch 20 Meilen vor Waffenreichweite. Kommt ja, näher. Wir arbeiten schon dran. Fox 2, verfolge. Raketeneinschlag, guter Schuss. Fox 2, Fox 2. Wo ist unsere Flotte eigentlich? Sollten die nicht die Lawrence schützen? Woher soll ich das wissen? Vielleicht hält man sie als Reserve im Hintergrund. Sie müssen hier irgendwo sein. Feindliche Fregatten zerstört. Feindliche Angreifer im Anflug auf 3, 5, 0. Ziel in Schussweite. Noch ein Abschuss. Roger, Schwarmführer, okay. Ganz Ziel jetzt an. Ja, ich muss mich auch mehr dran gewöhnen, mal wieder meine Wingmans ordentlich einzusetzen. An alle Einheiten, die Feindflotte ist jetzt in Reichweite. Wiederhole, Feindflotte ist in Schussweite. An alle Schiffe, hier ist Commander Bowden. Die Feindflotte ist in Schussdistanz. Feuer frei. Wiederhole, Feuer frei. Ja, ja. Ziel aufgeschaltet. Gut. Greife Ziel an. Momentan läuft's noch. Komm, deine Lauf returnen. Na komm. Guter Abschluss. Geht doch. Greife an. Ihr Boden. Alle Einheiten. Schadensbericht. Viel Glück. Ich weiß nicht warum, aber manchmal, also es kommt mir ein wenig übertrieben viel vor, was man hier an gegnerischen Flugzeugen entgegengeworfen kriegt. Mehrere Feindeskorten brennen oder sinken. Die Flotte hat Probleme. Schwarm Reaper bestätigt. Machen Sie weiter so. Angriffsflieger sind in Reichweite zur Flotte. Ja. Sind doch schon dabei. Roger, Boss. Ziel gefunden. Alle Einheiten weiterfeuern. Wenn sie sich nicht zurückziehen, versenken wir sie. Ziel in
Reichweite. Oh, Start, 10% Schaden habe ich schon. Transit erledigt, nur der Schusshornsführer. Feindliche Angriffsflieger sind in Schussweite zur Flotte. Stopp, ich sehe einen Schwarmantreiber weniger auf dem Schirm. Warte mal, was haben wir denn da? Heli, Schraub, Schraubs. Was kommt denn da hinten rein? Hast du diese Explosion gesehen? Das Trinidad wird schwer getroffen. Diesen Beschuss können die nicht mehr lange aushalten. Hier ist hinter der. Empfange Abschusssignale von den Feindschiffen. Okay, einer fehlt noch. Abi, der ist erledigt. Ich habe einen Schwarmhelikopter weniger auf dem Schirm. Und dann holen wir uns die Jäger. Denn ich bin hier der Jägermeister. Ja, verstehst du? Alles klar? Ja. Hirnfurz vom Reinsten. Schwarmführer, nicht um die Feindschiffe. Raketen aus maximaler Reichweite angreifen. Ja, was denn? Alles gut. Noch sieht's gut aus. Das Umfeld der Flotte ist sauber. Hier, Bowden. Die Feindflotte hat schwere Verluste zu beklagen. Das halten die nicht mehr lange durch. Citadel bestätigt. Wollen wir doch mal hoffen, dass es so ist. Feindschiffe sind lahmgelegt. Greife Ziel jetzt an. Na komm. Ein Schwarmangreifer wurde zerstört. Gute Arbeit. Hier, Bowden. Okay. Alle Einheiten Salven feuern. Beschleunigen wir mal ein bisschen. Die Schüsse geben wir bald aus. Jedenfalls die Multigeschosse. Zu den Helis. Na komm, beeil dich. Mach hin. Heute machen wir zeitig Mittag. Hier, Boden. Alle Einheiten. Schadensbericht. Ja, dann sieht's okay aus. Klingt gut. Achtung, Schwarmführer, feindliche Abfangjäger haben Kurs auf Sie genommen. Danke für die Warnung, Citadel. Wir kümmern uns um Sie. Läuft. Rakete abgefeuert. Schussweite. Roger. Oh, MiG-29er. Die Flotte ist fast zerstört worden. Bestätigt, Sir. Der Sieg ist im Sack. Rakete formieren. Hier ist Citadel. Empfange Abschusssignale von den Feindschiffen. Okay. Roger, Shade. Greife an. Na komm. Noch sieht's doch gut aus. Na komm. Raketenanschlag. Guter Schuss. Man geht direkt voraus. Verstanden, Captain. Schussweite. Na komm. Haben saubere Treffer auf der Feindeskorte. Weiter Feuer. Und der denn her? Fox 2, Fox 2. Komm schon, du willst es auch. Na, lief doch gut bis jetzt. Die Feindflotte ist erledigt. Die
meisten Schiffe sinken schnell und der Rest ist nicht mehr kampftauglich. Reaper, ihr habt unglaubliche Arbeit beim Schutz der Flotte geleistet. Ohne euch hätten wir es nicht geschafft. Dafür werden wir bezahlt, Commander. Glückwunsch zum Sieg, Sir. Das war harte Arbeit. Bestätige, Schwarm Reaper. Freigabe zur Heimkehr. Citadel, empfange eine große Flotte, die aus einer Sturmfront im Westen kommt. Sind das unsere Jungs? Unbekannte Schiffe. Dies ist die USS James Lawrence. Sie stören eine US Navy Kampfoperation. Identifizieren Sie sich und äußern Sie umgehend Ihre Absichten. Ich weiß nicht warum, das gefällt mir nicht. Task Force 7. Sie stören die Party, nicht wir. Ihre Flotte verlässt nun umgehend diese Gewässer oder Sie werden die Konsequenzen tragen müssen. Konsequenzen? Was zum Teufel hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass Artemis seine Position neu bewertet hat. Es lohnt sich nicht mehr, Brasilien zu dienen. Genauer gesagt, den USA. Wir haben gerade eine sehr profitable Vereinbarung mit Las Trinidad unterzeichnet und unterstehen ab sofort deren Kommando. Ihre Schiffe sind beschädigt und ihre Munition ist größtenteils verschossen. Sie sind uns absolut unterlegen. Das ist die letzte Warnung. Ziehen Sie Ihre Schiffe sofort zurück oder sie werden zerstört. Das kann ja wohl nicht angehen. Verrat! Oh je, wir haben bei Artemis nicht unterschrieben, um gegen unser Heimatland zu kämpfen. Nee, definitiv nicht. Wenn Sie uns wollen, müssen Sie an uns vorbei. Richtig. Schwarmführer, hier Boden. Wir sind froh, dass Sie auf unserer Seite sind, aber Colonel Bruce hatte recht. Die Artemis-Flotte ist uns deutlich überlegen. Das Herz der Artemis-Kampfgruppe ist das Flaggschiff, die Myrmidon. Das ist ein hochmodernes Schlachtschiff mit Großmissiles, die Reichweite unserer Waffen übertreffen. Langstreckenraketen. Schwarmreaper, Achtung! Die Myrmidon erreicht Schussweite in 8 Minuten. Verstanden, Sir. Wir geben unser Bestes. Dieses Schiff könnte eine ganze Kampfgruppe erledigen. Sie müssen die Myrmidon ausschalten, bevor sie Schussdistanz erreicht. Wenn sie das Schlachtschiff erledigen, haben wir genug Feuerkraft, um den Rest zu schaffen. Schwarmführer, Sie haben einen Banditen am Heck. Habe neue Kontakte auf dem Schirm. Kommt schnell. Artemis schickt wohl seine Arme. Jetzt wird's interessant. Dann sehen wir mal, wer hier die Top Guns sind. Guter Start, Schwarmführer. Einer weniger. Verrückt. Vor ein paar Stunden haben wir mit diesen Jungs noch in der Einsatzbesprechung gesessen. Mann, dass sie so skrupellos sind, wusste ich. Aber wie kann man sich so schnell gegen seine eigenen Leute stellen? Ich glaube nicht, dass ich das tue. Mit ein paar von diesen Jungs kämpfen wir seit Jahren. Tja, es bleibt uns leider nicht viel übrig. Wenn die lieber für das Geld sich gegen das eigene Land stellen. Das war das letzte Feindass. Roger, Schwarmführer. Jetzt wird's interessant. Gute Abschlussschäden. Kein Problem, Boss. Ich hab ihn. Okay. Wir haben dich auf dem Radar. Schnell im Anflug. Ja, mich kriegst du so leicht nicht. Rakete von. Sauber aus. Schwarmführer, du wurdest vom Feindradar erfasst. Ja. Gott. Rakete von. Roger, Schwarmführer, greife Ziel jetzt an. Problem ist, wenn ich. Sam nähert sich, ausweichen! Erstmal mich nur auf die Myrmidon konzentrieren würde. Achtung! Die Myrmidon wird nicht nur von der Eskorte geschützt. Sie besitzt auch selbst schlagkräftige Flaggen. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Alles gut, alles gut. Also noch. Roger, eröffne jetzt das Gefecht. Bandit auf 12 Uhr. Sam-Warnung, Sam-Warnung. Schlimm, schweres Feuer. Ja. Weg da. Achtung, du bist auf dem Radar. Sam-Start, Täuschkopf und links weg. Hier, Boden. Die Myrmidon erreicht in 5 Minuten Schussweite. Verstanden, Sir. Wir tun, was wir können. Nähere mich jetzt dem Ziel. Wow. Rakete von.
6. Nähere mich jetzt dem Ziel. Au. Mist. Patin nähert sich von hinten. Helm im Anflug. Ausweichen. Ja. Waffe aufgeschaltet. Er hat das noch knapp. Mann, das kriegen wir doch. Das Ding ist aber auch zäh. Gute Arbeit, Reaper. Weiter auf die vitalen Punkte schießen. Auf die vitalen Punkte, ja. Achtet auf den Flak von dem Schiff. Das ist eine schwimmende Festung. Musst du mir nicht sagen, Talon. In meinem Zauberboss. Genau in Schwarz. Ich würde noch nicht feiern, Jungs. Das Monster ist nicht mal langsamer geworden. Mach's bereit. Wir geben bald mal die Raketen aus, wenn es so weitergeht. Sam im Anflug, ausweichen. Ey! Verdammt! Man liegt auf 12 Uhr. Achtung, wie viele Treffer kann ein Schiff nehmen? Das ist nicht wahr. Es wird Caster. Schieß einfach weiter. Viel Glück. Feuer frei. Schwarm Reaper, die Mürbelin ist in schlechtem Zustand. Noch ein paar Treffer. Ja, aber noch nicht schlecht genug. Hallo? Rakete gestartet. Zellwarnung! Ja, das Flaggschiff ist schwer beschädigt. Noch ein guter Treffer sollte sie versinken. Hast du gehört, Boss? Bring das Ding ins Ziel. Ich habe es vor. Das war's. Die Myrmidon brennt und sinkt schnell. Schwarm Reaper, ihr Boden. Bravo Zulu, ohne euch Jungs in der Luft hätten wir das heute nicht geschafft. Wir können auf der Lawrence landen, sobald das Deck geräumt ist. Ich finde einen Platz für euch, bis wir etwas vom Pentagon hören. Ja, das wäre schön. Die Wahl, Gentlemen. Ich kann Ihnen nichts befehlen. Eigentlich geht es uns sogar ziemlich übel hier. Wir könnten wirklich Hilfe brauchen. Sie können auf uns zählen. Unsere Entscheidung ist gefallen. Es ist ja schön, dass du für mich sprichst. Aber ja, er hat ja recht. Ja, die Myrmidon, das war schon ein ziemlich heftiger Brocken. Levelaufstieg, sehr schön. Ja, komm. F14, okay. Neuer Rang, Waffenpaket. PA-7B, MiG-21, SU-25, MiG-25. Okay, schön. Schön, schön. Aber ich bin jetzt der Meinung, das war wirklich mehr als genug Hawks für heute. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Euer Scotty. Ciao, ciao.